Roman, bitteschön, du darfst gerne starten. Viel Vergnügen. Genau, auch von mir ein herzliches Willkommen. Es geht um das Thema Self-Sovereign Identity und warum das der Katalysator für digitale datenschutzgesicherte Ökosysteme ist. Und zu der Agenda, wir fangen erstmal ganz theoretisch an. Also, was ist Self-Sovereign Identity oder auf Deutsch selbstbestimmte Identität? Und dann stellen wir euch vor, unsere SSI-Initiative, das ist, wo wir Hands-on-Erfahrung gesammelt haben, anschließend mit der Demo natürlich. Ausblick und Fazit über Self-Sovereign Identity und am Ende seid ihr dann gefragt über so ein Live-Voting. Bevor wir losstarten mit der Präsentation, wollen wir natürlich auch antesten, wie gut ist euer Wissen im Vorfeld. Deshalb bitte entweder auf menti.com gehen und den Code eingeben oder halt den QR-Code scannen. Ja, super, da haben wir schon einen Teilnehmer. Einfach mal auf ein Herz. Und im Vorfeld wollen wir euch einfach mal fragen, wie vertraut sind Sie mit der Anwendung von Self-Sovereign Identity im alltäglichen Umfeld? Also das heißt, wie gut kennen Sie sich aus? Einfach mal, um einzuschätzen. Das sieht gut aus. Wenn wir Experten dabei hätten, müssten Sie auch was vorstellen. Okay. Gut, das heißt, wir sind gut gemischt zwischen vertraut und nicht vertraut. Das heißt, lasst uns mal anfangen. Was ist Self-Sovereign Identity? Und dafür würde ich gerne erstmal ein Beispiel bringen. Und zwar nehmen wir an, wir wollen eine Steuererklärung online ausfüllen. Wie funktioniert das jetzt? Auf sehr abstrakten Level. Ich als Bürger muss erstmal alle meine, ich als Bürger muss zuerst für die Steuererklärung alle meine Nachweise sammeln. Ich muss natürlich diese Daten manuell eintippen. Ich muss diese Daten danach als PDF hochladen. Und dann, was ich machen muss, ist, ich muss die Daten noch archivieren. So, das sind die Aufgaben, die kennt jeder. Bürger muss einmal im Jahr machen oder lässt es machen. Auf der Steueramtsseite muss man natürlich die Daten einerseits mal schnell überprüfen, ob alles so stimmt. Man muss die Quelle verifizieren, ob die Daten aus der richtigen Sache herkamen, zum Beispiel Zinskapitalausweise aus der richtigen Bank, wie angegeben und so weiter. Und die Daten müssen dann strukturiert werden und am Ende muss man nochmal manuell überprüfen, ob auch richtig eingetippt wurde. Wobei, Hand aufs Herz, wir sind nicht die Experten auf der Steueramtsseite, vielleicht können wir auch da was lernen, aber wir sehen da Potenzial auch in Richtung Digitalisierung. Und wenn wir das mit SSI ausführen würden, also in einer Zukunft mit SSI, dann würde auf der Bürgerseite die Aufgabe stehen, wir wollen einen QR-Code scannen und über die aufgebaute Verbindung alles übertragen. Und auf der Steueramtsseite hätten wir quasi die Daten strukturiert schon da. Wir müssen die kurz mal automatisch überprüfen und archivieren. Genau, das heißt, man sieht, es hat Potenzial zur Digitalisierung, aber lass uns erstmal anschauen, was ist denn eigentlich dieses SSI oder Self-Sovereign Identity? Wenn wir so über Self-Sovereign Identity reden, geht es nicht um die Technologie an sich, es geht erstmal um so ein Prinzip, welches von Christopher Allen, ein Experte auf diesem Gebiet, schon bereits 2016 aufgestellt wurde. Die 10, ich werde sie nicht alle einzeln durchgehen. Wichtig zu sagen ist, dass die Prinzipien beruhen darauf, dass personenbezogene, schützenswerte Daten sollen kontrolliert und transparent dem Nutzer vorliegen. Und nur er hat die Kontrolle und nur er darf das zeigen, was er halt möchte. Das ist immer die Kernaussage von Self-Sovereign Identity. Der Nutzer steht im Mittelpunkt und er entscheidet über alle seine Daten, wem er die gibt, wo er die herkriegt und wann er die löschen will und so weiter und so fort. Und dieses Konzept, wenn wir das auf die nächste Ebene schieben, das heißt, was heißt das? Das heißt, wir brauchen eine Datenstruktur für diese personenbezogene Daten. Und dafür wird aktuell in der Implementierung Verified Credential benutzt. Das ist ein W3C-Standard. Und man muss sich vorstellen, das ist ein Datencontainer, ein strukturierter Datencontainer mit Attributen, mit Namen und Attributen.
Werten. Das heißt, ähnlich wie zum Beispiel auf einem Pass, da steht ja auch Name und dann der Name davon, und oder andere Papierzertifikate. Das heißt, das ist der Datencontainer, der die Datenübertragung sozusagen verpackt. Die Daten sind immer kryptografisch gesichert. Die werden immer auf dem Smartphone des Inhabers gespeichert, nicht bei irgendwelchen Dritten, sondern werden auf dem Smartphone gespeichert, bei dem Nutzer. Und er kann sie halt vorlegen, einerseits digital, so wie in der physischen Welt. Also, und der Inhaber hat die volle Kontrolle über seine Verified Credentials. Das heißt, er sieht, wem hat er was geteilt, mit wem hat er die, irgendwie kommuniziert, und kann auch diese Verified Credential selbstständig löschen, ohne dass er Erlaubnis vom Dritten braucht. Genau. Und wenn man jetzt die Kommunikationswege anschaut, wie so ein Verified Credential oder diese personengezogene Daten ausgetauscht werden, dann muss man einfach festhalten, bei Self-Sovereign Identity gibt es praktisch drei Akteure. Das ist einmal der Issuer, der Aussteller, der Holder, der Nutzer, und der Verifier. Das wäre dann der Verifizierer oder eine gewisse Dienstleistung, die irgendwas braucht. Und es funktioniert halt folgendermaßen, dass der Aussteller muss sich erstmal auf so einen Vertrauensanker aufbauen. Das geschieht durch eine dezentrale Infrastruktur. Das meistens wird aktuell wird eine Public Blockchain empfohlen. Das bedeutet, dort wird der Aussteller registriert und damit ist er dann vertrauenswürdiger Aussteller. Der Nutzer hingegen kann jetzt zu einem Aussteller gehen, also wenn wir jetzt bei der Steuererklärung Beispiel bleiben, der könnte zum Beispiel jetzt zu einer Bank gehen und sagen, ich brauche den Zins- und Kapitalausweis für meine Steuererklärung. Er würde dieses Credential von seinem Zins- und Kapitalausweis anfragen bei seiner Bank und würde dann diese dann auch bekommen in seine Wallet. Das heißt, der Nutzer fragt an, und der kriegt dann einfach dieses Credential. Und jetzt hat er das in seiner Wallet und kann damit rumlaufen. Und jetzt geht er auf den, bleiben wir bei dem Beispiel Steuererklärung, jetzt geht er auf die Steuererklärung und die Steuererklärung, hey, ich möchte deinen Zins- und Kapitalausweis angucken. Und der Holder sagt, okay, muss das bestätigen, zeigt ihm das und präsentiert ihm den Proof. So, jetzt hat die Steuerbehörde hätte jetzt die Daten, aber die sind noch nicht verifiziert. Man weiß jetzt nicht, ob die verändert wurden, von wem sie stammen und so weiter. Deshalb muss er nochmal über den Vertrauensanker anschauen, ob der Aussteller wirklich der ist, der es zu sein scheint. Genau. Und jetzt könnte man, das Wichtige, was vielleicht noch zu erwähnen ist, dass der Issuer wird nie erfahren, welchen Verifier ich diese Daten gezeigt habe. Das ist ein wichtiger Aspekt. Genau. Und jetzt gehen wir mal zu den Features. Wir fassen die mal zusammen. Jetzt, wo wir gesehen haben, wie die Kommunikation funktioniert. Die Features, die wirklich einzigartig sind für SSI und die Welt so ein bisschen umstürzen würden, das ist einerseits die Kontrolle. Das heißt, ich als Nutzer habe die Kontrolle und ich entscheide, wohin meine Daten gehen und wohin sie fließen. Und als nächstes ist natürlich der Punkt Privatsphäre. Das heißt, kein Aussteller weiß, wo ich die Daten gezeigt habe. Also auch, siehe Beispiel, so ein zentrales Social-Login-System wie bei Google. Man könnte nie rausfinden, wo habe ich Login mit Google gedrückt über SSI-Technologie. Der Aussteller würde das niemals mitkriegen. Genau. Als nächster Punkt ist natürlich Granular Exposure. Das ist so ähnlich wie die Kontrolle. Ich kann bei Verified Credential ist ein Punkt, ich muss nicht immer alles zeigen. Ich kann auch einzelne Attribute zeigen. Das hat den Vorteil zur Datenminimierung und Datenschutzeinhaltung. Als nächstes gibt es noch den Feature Zero Knowledge Proof. Das bedeutet, ich kann ein Attribut beweisen, ohne es zu zeigen. Da geht es Richtung, bestes Beispiel dafür ist, ob man über 18 ist oder nicht. Und der nächste Punkt ist, dass wir die Credential auch aggregieren können. Das bedeutet, wieder vielleicht ein Beispiel Steuererklärung, man muss nicht einzeln alle Nachweise nachfragen, also Depotübersichten, Zinskapitalausweise und Gehaltsscheine, sondern man kann mit einmal alle anfragen. Das heißt, die Nutzerinteraktion wäre dann sehr, sehr weniger durch diese Aggregation. Und als nächstes ist natürlich die P2P-Kommunikation, damit das alles funktioniert, damit der Aussteller nie von einem Verifier, nie weiß, welchen Verifier es gezeigt wurde, gehört eine P2P-Kommunikation. Das heißt, es ist immer der Holder, der mit den Leuten kommuniziert. Also der Holder kommuniziert mit dem Aussteller und der Holder kommuniziert ebenfalls mit dem Verifier. Und dies geschieht über eine doppelt gesicherte P2P-Kommunikation, die
auch für Chat-Nachrichten genutzt werden könnte. Aber Grund ist hauptsächlich, um die Verified-Credentials zu transferieren. Genau. So, das war die Theorie dazu. Ich würde jetzt das Wort an Stefan übergeben, denn er erzählt jetzt über die SSI-Initiative, quasi Hands-on Implementation Experience über Self-Sharing Identity. Super, danke vielmals, Roman. Und auch von mir einen schönen guten Morgen. Ja, ich möchte die SSI-Initiative kurz präsentieren. Beim Anovum Incubator haben wir die Mission, so neue Technologie zu prüfen. Und das machen wir immer im Rahmen von konkreten Use Cases, die wir mit Kunden oder Partnern dann entsprechend umsetzen. Und das wollten wir natürlich mit SSI auch entsprechend machen. Wir haben so diese Initiative etwa vor einem Jahr gestartet. Konnten wir diese Initiative mit Cardossier, mit dem Kanton Aargau und mit Swiss Sign Group entsprechend das umsetzen. Und dabei ging es darum, wirklich so SSI auf den Mehrwert, auf die Akzeptanz oder technische Machbarkeit zu prüfen. Und für uns war natürlich wichtig, dass wir die Use Cases so repräsentativ wie möglich dann gestalten. Und entsprechend haben wir uns entlang der AID-Ökosystem-Ambitionsniveau dann orientiert. Das ist hier die drei Ambitionsniveaus, die im Diskussionspapier vom Bund definiert wurden. Dabei sagt man einfach, dass die AID wird nicht nur ein einfaches Authentisierungsmittel werden in Zukunft, sondern soll eigentlich die Basis für ein Gesamtökosystem sein, wo man auch zum Beispiel staatliche Nachweisen dann herausgeben kann damit oder sogar auch, dass wir diese verwenden können, um für Drittfirmen das entsprechend zu verwenden. Und der Bund hat uns klar dann gesagt, er möchte das auf Ambitionslevel 3 gehen. Das heißt wirklich, dass wir diese Gesamtlayer dann abdecken und das auf SSI. Und entsprechend ist jetzt unsere SSI-Initiative dann abgebildet. Grundsätzlich haben wir drei Use Cases dann implementiert. Der erste Use Case geht es darum, so eine Basis-ID auszustellen. Dafür haben wir die Swiss-ID verwendet, die es schon gibt. So, wir können die entsprechend dann verwenden, wo wir die Attribute von der Swiss-ID verwenden und in der Basis-ID dann als Verifiable Credential in einem Wallet dann speichern können und nachher entsprechend verwenden können. Der zweite Use Case, dabei geht es darum, eine Wohnsitzbescheinigung herauszugeben. Dafür nutzen wir diese Basis-ID. Man loggt sich im Kanton Aargau-Portal ein. Man wird im Anwohnerregister die entsprechenden Daten holen und dann an Wohnsitzbescheinigung herausgeben und als Verifiable Credential in dem Wallet dann speichern. Der dritte Use Case geht es wirklich darum, zwar wirklich diese drei Verified Credentials von dem Ambitionsniveau 1 und 2 zu verwenden. Und die verwenden wir einerseits, um sich einzuloggen und nachher diese Daten für die Adresse von den Wohnsitzbescheinigungen zu verwenden. Und dann gehe ich noch kurz in den Demo-Case, also ich kann Ihnen aufzeigen, was wir da gemacht haben. Zuerst kurz noch eine Wiederholung, was sind die verschiedenen Schritte, die wir dann implementiert haben. Beim Use Case 1 hat man sich einfach beim Swiss-ID nochmal angeloggt, mit dem normalen Swiss-ID-Login-Verfahren mit Zwei-Faktor-Authentisierung. Daher nutzt man diese Swiss-ID-Benutzdaten, um das nochmal zu dem User zu zeigen, was er für Daten eigentlich nutzt. Nachher baut man diese Daten für die Herausgabe und nachher wird die entsprechende Swiss-ID in den Wallet dann gezeigt. Beim zweiten Use Case geht es darum, zuerst so sich mit dem Basis-ID einzuloggen im eGov-Portal. Entsprechend gibt man Der User gibt seine Daten frei, wird nachher landet auf dem Portal, wird seine Daten dann entsprechend angezeigt und er kann nachher diese Herausgabe von der Wohnsitzbescheinigung dann beantragen. Konkret, wie sieht das aus? Dann haben wir ein kleines Video. Dieses Video gibt es auch auf YouTube. Es wird auch den Link ist auf dem PDF, der nachher auch zur Verfügung gestellt werden wird.
Gut, hier, man fängt jetzt an mit dem Login-Prozess. Da haben wir wirklich einen gewöhnlichen Login-Prozess mit der Swiss ID, wie man sonst kennt, wie man sich anloggt im anderen Portale. Wo mit den Zwei-Faktor-Authentisierung sich man einloggt und die Daten zur Verfügung stellt. Hier landet man bei der Swiss ID am Portal. Dort werden die Daten vom User dann angezeigt, haben die Daten von unserem Roman da, die ersichtlich sind. Und zuerst muss man den Wallet konfigurieren. Das ist dieser Ledger, den man vorher erwähnt haben, wo der Trust Anchor ist. Wir müssen kurz definieren, bei welchem Trust Anchor diese Daten vom Issuer dann verifiziert werden können. Hier haben wir ein Sovereign Staging. Es gibt mehrere von diesen Ledger, die man auswählen kann. Ist der Wallet konfiguriert, kann man wirklich den SSC-Prozess starten. Und das fängt immer mit einem Connection-Aufbau. Das heißt, dass man wird mit dem Handy, wie man dann QR-Code scannen. Es wird zwischen den Wallet und dem Portal oder dem Service-Provider eine Connection gebaut. Ist diese Connection gebaut, gibt es einen sogenannten Proof-Request, wo das Portal nachher fragt, ob diese Daten angezeigt werden können, und es wird hier nachher freigegeben, und entsprechend ist jetzt der Verified Credential jetzt in dem Wallet dann gespeichert. Beim zweiten Use Case nutzt man diese Basis-ID, um sich zuerst einmal so einzuloggen. Wie früher dann geschehen, wird man so einen QR-Code scannen, um die Connection aufzubauen. Ist diese Connection dann gebaut, gibt es einen Proof-Request vom Portal, fragt so, darf ich diese Daten von dir haben? Und als User kann ich dann, ich habe die Kontrolle, sagen, ja, du darfst diese Daten haben, ich gebe diese Daten frei. Dann werden die Daten vom User dann angezeigt. Mit diesen Daten wird im Register, im Einwohnerregister, die Adresse vom User dann gesucht. Hier haben wir so produktive Daten jetzt verwendet. Das heißt, wirklich alles ist real, so sowohl die Basis-ID als auch die Wohnsitzbescheinigung. Und hier wird der Kontakt, der Kanton Aargau fragt, ich schicke dir jetzt das Verified Credential, willst du das akzeptieren? Als User habe ich die Möglichkeit, das Verified Credential zu akzeptieren, und das wird nachher in meinem Wallet dann gespeichert. Und jetzt habe ich als User in meinem Wallet zwei Verified Credential, das ich nutzen kann. Jetzt haben wir zwei Verified Credentials in unserer Wallet, und die wollen wir verwenden. Und dafür haben wir ein Use Case mit Cardossier dann gebaut. Da wollen wir die Vorteile von Cardossier und SSC kombinieren. Cardossier ist eine Digitalisierungsplattform, Blockchain-basiert, rund um das Automobil, wo alle Daten von einem Automobil dann gespeichert sind. Und diese Plattform ermöglicht, firmenübergreifende Prozesse zu unterstützen. Und entsprechend haben wir, damit der Cardossier und SSC ein Use Case dann implementiert, das ist diese vorläufige Verkehrsberechtigung initiieren. So, was hinter diesem komischen Namen dann sich versteckt, ist einfach die Möglichkeit für den End-User, so für normale Bürger, sein Auto automatisch zu immatrikulieren. Das heißt, ich kann ein Occasionsauto kaufen, die Daten von einem bestehenden Auto, von einem zukünftigen Auto in ein Formular ausfüllen, entsprechend dann ausdrucken, den Straßenverkehrsamt dann senden mit den zwei Fahrzeugausweisen, und entsprechend, ich kann dann direkt nachher eine Kopie von Formular im Auto nehmen und ich kann direkt fahren. Dieser Prozess gibt es schon, also ist natürlich sehr papierlastig und auch fehleranfällig, und deshalb wollten wir diesen Prozess jetzt digitalisieren, dann mit Cardossier, mit SSC. Und das fängt so an, dass wir für Cardossier dann ein User-Portal gebaut, wo man sich nachher einloggt mit dem mit der Basis-ID. Hier werden nachher die Möglichkeit dem User gegeben, so alle Daten zum Versicherung und zum Fahrzeug dann entsprechend einzugeben. Hat man dann die Möglichkeit, die Daten
von der Adresse aus der Wohnsitzbescheinigung zu transferieren. Wieso ist das so wichtig? Wir haben diese Use Case verwendet, also ausgewählt, weil momentan im Integrationsprozess, wo verschiedene Teilnehmer beteiligt sind, zum Beispiel die Versicherung oder die Straßenverkehrsämter, oft ist die Datenqualität nicht so gut. So über 20% der Daten, der Adressen dann stimmen nicht überein und entsprechend benötigen nachher eine manuelle Korrekturen. Und durch unsere Eingabe von Verified Credential haben wir die Möglichkeit, so diese Daten, die Qualität dieser Daten dann entsprechend zu geben, weil die zu erhöhen, weil diese Daten nachher die gleichen dann für alle Teilnehmer dann zur Verfügung gestellt werden. Und diese Daten von der Adresse sind notwendig, um den Versicherungsnachweis entsprechend zu herauszugeben. Und nachher kann man den Prozess starten und das Formular, das ich vorher erwähnt habe, ausgefüllt dann zu drucken und entsprechend zu senden. So, wie sieht es konkret dann an? Da gibt es auch ein Video auf YouTube, können Sie das entsprechend anschauen und wir gehen kurz den Prozess durch. Also hier, wir fangen zuerst mit einer einfachen Authentisierung, basierend auf der Basis-ID. Und analog zu vorher muss man zuerst eine Connection aufbauen. Man scannt QR-Code, dann wird die Connection aufgebaut. Dann fragt nachher das Portal nach den Daten von der Basis-ID, die ich als User nachher freigeben kann. Basierend auf diese Daten bin ich jetzt eingeloggt und ich kann nachher mein Auto registrieren. Dann muss ich ein paar Stammdaten angeben, wie zum Beispiel bei welcher Versicherung ich bin, was meine Schildnummer. Nachher kann ich so Stammdaten vom Auto, so Stammnummer und VIN, um das Auto dann eindeutig zu identifizieren und mit Cardos hier nachher entsprechend abzugleichen. Und dann kommen wir bei der Frage nach der Adresse aus der Wohnsitzbescheinigung. Und hier sehen Sie, dann gibt es nachher keine Connection, die aufgebaut mit einem QR-Code, weil diese Connection ist schon aufgebaut. Hier wird nur nachher ein Proof-Request gemacht, wo man nachher seine Daten nachher als User freigeben kann. Dann sind jetzt diese Adressen jetzt entsprechend gegeben. Und man kann entsprechend den Prozess jetzt starten. Dann im Hintergrund wird der Versicherungsnachweis erstellt von der Versicherung. Daher wird diese Daten dem Straßenverkehr übermittelt und man hat die Möglichkeit, den PDF auszudrucken und nachher die zwei Fahrzeugausweise zu senden und gleich kommen den Fahrzeugausweis vom neuen Auto dann per Post in den nächsten 2-3 Tagen. So sieht es konkret aus und wie wir das entsprechend implementiert haben. Jetzt, was bedeutet das? Hier sehen Sie die aktuelle Roadmap vom Bund für die AID. Momentan wird Gesetz dann entsprechend vorbereitet. Wir gehen davon aus, dass der Gesetzprozess dann bis Ende 2023 abgeschlossen ist, beziehungsweise so entsprechend zur Verifikation gesendet werden kann. Parallel dazu wird der Bund verschiedene Piloten dann entsprechend implementieren und auch vor allem dann den Schweizer Ökosystem dann aufzubauen. Das heißt konkret, dass bis Ende 2024 soll die AID-Infrastruktur dann stehen. Das heißt, wir haben ungefähr jetzt 2 Jahre Zeit, um uns darauf vorzubereiten, um nachher von diesem AID-Ökosystem profitieren zu können. Wenn wir ein Fazit machen von der SSI-Initiative und von der aktuellen Lage, ist es so, dass
Wir haben erkannt, dass SSI wirklich eine effiziente Herausgabe von den Verifiable Credential ermöglicht, aber vor allem auch eine Nutzung. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Wohnsitzbescheinigung jetzt bestelle, kann ich das online bestellen, ziemlich einfach. Ich kriege das im besten Fall als PDF, aber oft als Papier, und das ist natürlich in Papierform. Und natürlich, das ist natürlich im Kontext von einem digitalen Prozess etwas schwierig, das zu nutzen. Und die SSI ermöglicht wirklich eine reibungslose Nutzung von diesen Nachweisen in digitalen Prozessen. Zweiter Punkt, das wichtig ist, dass diese Übergabe von strukturierten und verifizierten Daten erhöht signifikant die Datenqualität bei allen Beteiligten. Das haben wir gesehen im Use Case 3. So, wir hoffen, dass wir eine Quelle haben für die Daten der Adressen, dass entsprechend, dass diesen Prozess dann viel reibungsloser dann funktionieren kann, weil die Datenqualität dann für alle Beteiligten höher ist. Der dritte Punkt ist, dass wir gehen davon aus, dass mit SSI können wir wirklich so die Datenschutzvorlagen viel einfacher nutzen. Wenn wir das Beispiel vom K-Dossier Use Case 3 nehmen, das Portal hat selber keine Daten bei sich jetzt gespeichert. Das heißt, alle Daten sind von den Verifiable Credentials dann gekommen, und entsprechend hat das Portal alle Daten nur genutzt und dann nichts mehr gespeichert. Und natürlich in diesem Fall ist für K-Dossier, für den Führer viel einfacher, diese Datensparsamkeit zu unterstützen. Der vierte Punkt ist für uns, dass wir sehen, dass einmal mehr man kann eine Technologie und besonders die SSI anhand von konkreten Umsetzungen wirklich besser einschätzen. So, wir können wirklich die SSI-Kompatibilität und die Auswirkungen auf diese Technologie auf seine eigenen Systemen oder Vorhaben wirklich besser abschätzen. Und das müssen wir nicht jetzt 2-3 Jahre dann warten, sondern man kann das wirklich schon jetzt das machen und entsprechend dann diese Erkenntnisse gewinnen. Gut, also ich wäre jetzt am Ende meines Teiles. Jetzt würden wir jetzt gerne ein Live-Voting starten. Jetzt dürfen Sie auch Ihre Handy in den Händen dann nehmen, und wir hätten dann ein paar Fragen für Ihnen. Für Sie, Entschuldigung. Was wir gerne von Ihnen wissen möchten, ist, dass wo sehen Sie in einem privaten, beruflichen Umfeld so Daten, die Sie manuell sammeln oder eingeben müssen? Ne? Wir sehen das am Beispiel vom Steuer-Use Case, den Roman vorher gezeigt hat, dass diese Sammlung und auch die Übergabe von diesen Daten viel, viel einfacher erfolgen kann, wenn wir Verifiable Credentials verwenden, so dass eigentlich ein großer Vorteil von SSI. Und das würden wir gerne von Ihnen wissen. So, sehen Sie spontan in Ihrem privaten beruflichen Umfeld so gewisse Prozesse, wo Sie Daten manuell sammeln oder angeben? Dann gebe ich Ihnen das jetzt die Möglichkeit. Geburtstagskarten, Internetzugang, Login, Gehaltsschein, ja, das ist richtig, ja. Flat Rental, Car Rental, ja, so, das ist natürlich Baubewilligung, das ist natürlich sehr, sehr intensiv, man muss sehr, sehr viele Daten entsprechend sammeln und nachher übergeben. Anträge bei Behörden, ja, allgemein, das ist richtig. Ich gehe davon aus, man hat eigentlich nicht Fightboarding, sondern Flightboarding gedacht. Aber das ist natürlich auch ein Thema, das haben wir, ja. Steuererklärung, Gesuche bei Behörden, E-Commerce natürlich, AHV-Abrechnung. Ja, sehr gut. Danke vielmals für diese Info. Sind wir auch Gesuche, Anträge? Okay, super. Danke vielmals. Jetzt wechseln wir die Sicht und schauen wir auf der Service Provider bzw. auf der Verifier Seite. So gibt es viele Use Case, in Ihrem beruflichen Umfeld, wo Sie Daten manuell verifizieren.
Da können Sie auch entsprechend das eingeben, Bitmanti. Funktionieren Firma, das ist richtig, ja. HR, sehr interessant, ja. Mitarbeiter-Badge, das ist Zugang, E-Mail-Absender, das ist richtig, ja. Konkret, so die Identität im digitalen Raum zu prüfen. Und bekannte Nummer. Und bekannte Nummer könnte zum Beispiel auch da, könnte ich vorstellen, dass bei unbekannte Nummer eine, so die Funktion verwenden könnte, ob man kurz eine gewisse prüfen könnte, ob diese Person überhaupt ein Callcenter ist oder nicht. Ja? Signaturen, PC-Arbeitsplatz-Login, sehr gut, Zeichenberechtigung, das ist richtig, ja. Sehr gut. Ja, perfekt. Danke vielmals. Dann gehen wir zu der letzten Frage und das ist eigentlich die Validierungsfrage, die soll zeigen, so, ob wir unseren Job richtig gemacht haben, beziehungsweise es geht darum zu finden, haben Sie jetzt, sind die Anwendungen entsprechend dann klarer, wie man grundsätzlich dann diese, wie kann man jetzt SSI verwenden? Also man sieht eine leichte Verschiebung nach rechts. Sie sind noch nicht Experten, das ist auch gut, weil wir sind die Experten, wir dürfen auch unser Expertstatus entsprechend dann zeigen. Aber es ist gut, also auf jeden Fall gibt man einen leichten Rutsch nach rechts. Das zeigt, dass Sie anscheinend etwas mitnehmen konnten. Sehr gut. Dann haben wir auch ein paar nützliche Informationen zusammengestellt. Sie werden auch im PDF dann ersichtlich sein. Ich habe Blogs, Einträge, wir haben ein White Paper, wir haben ein White Paper von Digital Switzerland teilgenommen, wo es darum geht, wie können wir dieses ERD-Ökosystem in der Schweiz dann optimal nutzen. Wir haben auch gewisse Blogs über unsere Initiative, auch eine Website von Cardossier, wo Sie sich auch erkundigen können. Und würde ich sagen, jetzt sind wir am Ende unseres Vortrags. Jetzt gibt es noch Zeit für Fragen und würde gerne das Wort dann Cornelia geben. Ja, vielen Dank, Stefan. Wir haben tatsächlich zwei Fragen, die ich erhalten habe. Die erste Frage wäre, wieso denken Sie, dass sich SSI in Zukunft etablieren wird? Wer von euch beiden, Stefan und oder Roman, würde gerne diese Frage beantworten? Wieso denken Sie, dass sich SSI in Zukunft etablieren wird? So, ich würde kurz beantworten, vielleicht kannst du ergänzen, Roman. Was wir sehen jetzt ist, dass das Bewusstsein für Datenschutz steigt in der Bevölkerung. Und natürlich, wir haben auch gesehen, im Rahmen von der SSI-Initiative, dass die Test-User haben dadurch ein gutes Gefühl bekommen, wenn sie sehen haben, dass sie haben die Kontrolle über ihre Daten. Das heißt sicherlich da das erfüllt einen Bedarf von den entsprechenden Bürger. Und vor allem, man geht davon aus, dass die Datenschutzvorlagen immer steigen dann werden. Das ist das eine, eigentlich nach der Benutzung. Was wir aber sehen, dass es in der Schweiz, aber auch in Europa, dass diese SSI basierte AID dann Form nimmt. Das heißt, es wird jetzt sie gebaut. Das heißt, bis Ende 2024 wird die AID-Infrastruktur vorhanden sein, basierend auf SSI-Technologie. Und entsprechend, es werden entsprechend dann Use Cases kommen. Und wir hoffen natürlich, dass die so attraktiv sein wird, dass sie entsprechend ein Erfolg sein. Das heißt, wir sind davon überzeugt, dass SSI einen großen Mehrwert bringt. Und dass auch die regulatorischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen das entsprechend unterstützen werden. Super, vielen Dank, Stefan. Ich sehe, wir haben zwei weitere Fragen. Und zwar, Sie haben Swiss ID gewählt als Login. Warum?
Also wir brauchten einfach eine Basis-ID. Und am einfachsten ist es, wenn man eine bestehende ID verwendet. Man hätte eine andere verwenden können. Der Vorteil von der Swiss ID war, dass man kann das Level of Trust von der Swiss ID übertragen. Das heißt, wir konnten einfach mit realen Daten arbeiten. Diese produktiven Daten können wir nachher verwenden und entsprechend eins zu eins übertragen. Aber das können wir grundsätzlich mit jeder Art von anderen AID mit anderer Identität arbeiten. Aber und die Zusammenarbeit mit SwissID war auch sehr hervorragend. Von daher, das hat sich einfach ergeben. Man hat wirklich eine einfache, solide Basis-ID erstellen können. Mit allen Attributen, die man brauchte, mit den nötigen Vertrauensleveln. Okay. Dankeschön für diese Antwort, Stefan. Und soeben hat uns nochmal eine Frage erreicht. Vielen Dank dafür. Eine Offline-Wohnsitzbestätigung ist nicht sehr lange gültig. Sehen Sie Online-Registrationen als zwingend? Also die Verified Credential sehen wir Snapshot. Und diese entsprechend werden dann das ist der Stand von einem bestimmten Tag. Jetzt haben wir auch im Rahmen von DIDAS Gedanken gehabt, so sollen wir diese terminieren in der Zeit oder sollen wir das offenlegen? Und wir sind zum Schluss gekommen, dass es soll kein Enddatum geben, beziehungsweise dass diese Wohnsitzbescheinigung ist so lange gültig, bis sie revoziert wird. Und die Idee ist einfach, dass wenn jemand eine Gemeinde verlässt, wird nachher der Referral Credential dann daher revoziert und kann nicht mehr verwendet werden. Und entsprechend hat man die Möglichkeit, somit dann auch unnötige Herausgabe von Wohnsitzbescheinigung zu vermeiden. Wenn ich das Beispiel von die Erneuerung von der GEA, von der SBB. Jedes Jahr muss man, wenn man von Vergünstigung in einem Haushalt nutzen will, muss man eine Wohnsitzbescheinigung dann aufzeigen, damit die noch gültig ist. Mit unserem System wäre diese Wohnsitzbescheinigung eigentlich, muss man nur einmal dann ausgeben. Man kann sich immer verwenden, solange dass man am gleichen Ort dann wohnt. Von daher ist das wirklich ein Vorteil. Sehr gut. Und ich denke, wir haben noch Zeit für eine weitere Frage. Und zwar Use Case Vorlage in Verkehrssetzung. Credential, Wohnsitzbescheinigung. Gibt es die Möglichkeit, diese Angaben zu verändern bei Abweichungen, zum Beispiel gegenüber STVAs? Wenn ja, wie werden die neuen Daten verifiziert und zurück gegebenenfalls an das Zentralregister, zum Beispiel GERES, zurückgemeldet? Ja. Wo ist die Masterdata angesiedelt, Stefan? Also die Masterdaten sind beim Einwohnerregister. Das heißt, wir beziehen diese Daten von Einwohnerregister. Und das macht auch das Straßenverkehrsamt. Die Abweichung, die man hat in den Daten, in den Adressdaten, kommt, dass oft hat die Versicherung eine andere Quelle, die nachher nicht mehr, und das ist eigentlich das Problem, dass diese Daten nachher nicht mehr überstimmen. Das heißt, wir gehen nicht davon aus, dass wir hier so Konflikt haben werden zwischen der Wohnsitzbescheinigung für den Prozess und die Straßenverkehrsämter, sondern vielmehr mit den Versicherungen. Von daher, Master bleibt den Register, je nach Kanton, das ist ein zentralen kantonalen Register. In anderen Kantonen sind eigentlich die Gemeinden so in der Hoheit, aber die Hoheit und der Master bleibt immer bei der Gemeinde oder beim Kanton. Und dort werden auch die Daten geholt. Von daher, das ist eigentlich der Master. Okay, danke dir. Und ich denke, wir haben noch Zeit für eine allerletzte Frage, die ich euch gerne stellen möchte. Das EID-Gesetz wurde ja vor einem Jahr abgelehnt ohne SSI. Was denkt ihr, wie sieht der Fahrplan beim Bund aus? Könnt ihr dazu etwas sagen? Roman, bist du noch? Ja. Ja, genau. Ich würde eher sagen, es wurde nicht die EID abgelehnt. Es war eher der Gedanke, dass die Daten, personenbezogene, schützenswerte Daten kontrolliert werden, unter anderem von Banken und anderen Dritten. Der Vertrauen in den Bund ist da. Alle Umfragen
deuten darauf hin, unter SSI vertraut man nicht nur dem Bund, sondern der Infrastruktur des Bundes und den Datenhalter, und das ist man selbst. Und nirgendwo sind die personenbezogenen schützenswerten Daten sicherer als bei dir selbst, auch wenn das einige nicht so sehen. Es geht halt darum, dass dieses Mal versucht man, alles ein bisschen in diese die Vertrauensgeschichte weiter auszubauen, sodass der Bürger wirklich Vertrauen in diese EID hat. Natürlich ist es keine Garantie. Es kann immer noch das passieren. Auf der anderen Seite, was man auch immer in Betracht ziehen muss, dass in der EU kommt die EID, und da kann man nicht gegenstimmen, und die wird auf SSI basiert sein. Das heißt, es ist ähnlich wie der Datenschutzgesetz, wird in der EU kommt sowieso, und ob die Schweiz, ob da eine Revision gibt, das kann man jetzt nicht vorhersehen. Es ist aber interoperable EID in der Schweiz auch geplant. Das heißt, dieses Mal sieht es danach aus, dass der Bürger nicht nur eine EID für die Schweiz bekommt, sondern dass er auch in dem Schengen-Raum damit sehr viele Vorteile von hat. Und das ist halt nicht zu unterschätzen, dass die Vorteile wirklich sehr überwiegen. Außerdem ist die Datenschutzkonformität ja vom Prozess gegeben. Das heißt, jeder, der diese EID nutzt, ist dann so ein bisschen, kann Datenschutzkonformität im Prozess realisieren, so dass dann im Nachgang gar nicht so diese harten, langwierigen Überprüfungen standhalten muss, sondern kann dann eher die Prozesse direkt verifizieren und datenschutzkonform liefern. Das heißt, es ist eine bürgernahe Lösung, es ist für die Bürger, und ich glaube, der Gegenwind von den Bürgern wird relativ klein sein. Aber das ist ja für die Schweiz schwer zu sagen, in die EU wird es auf jeden Fall kommen. Vielen Dank, Roman. Ich denke, das ist ein gutes Abschlusswort. Vielen Dank, Stefan und Roman, für die Präsentation. Herzlichen Dank an die Teilnehmenden. Es war uns eine Freude, dass Sie so zahlreich teilgenommen haben. Sie werden in den nächsten paar Stunden eine Dankes-E-Mail mit dem Link zum Recording erhalten. Sollten Sie in der Zwischenzeit Fragen haben, zögern Sie nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir freuen uns darauf. An dieser Stelle würde ich gerne noch kommunizieren, dass wir nächste Woche am Mittwoch am Morgen zur selben Zeit ein Webinar durchführen über Conversational AI. Ist vielleicht auch ganz spannend für den einen oder den anderen. Und somit würde ich dieses Webinar schließen. Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Tag. Vielen Dank und hoffentlich auf Wiedersehen. Alles Gute für Sie. Ciao. Danke vielmals.